Wir schreiben das Jahr 1984. Auf dem Studiogelände von Columbia Pictures zeigen sie einem Testpublikum von 200 Leuten einen vor erst 3 Wochen gedrehten, unfertigen Film, bei dem die Verantwortlichen wirklich nicht wissen, wie er ankommen würde. Gruselig soll er sein. Also auch gruselig, vor allem witzig. Würde Ihnen diese merkwürdige Mischung gelingen? In einer Zeit, in der die Special Effects unfassbar aufwendig und handgemacht sind, fehlen in dieser frühen Fassung noch viele davon. Wenn Sigourney Weaver den Kühlschrank öffnet, blickt sie nicht in die Augen eines Höllenhundes, sondern in eine Texttafel. Scene missing. Die Szene fehlt. Das Publikum johlt. Vom Stay Puft Marshmallow Man fehlen fast alle Shots. Er schaut nur zwischen 2 Gebäuden hervor. It's the Stay Puft Marshmallow Man. Sie sind bereit, das komplette Ende neu zu drehen, wenn die Zuschauer darauf nicht klarkommen. Aber die rasten aus. Ein moderner Filmklassiker deutet sich an. Selbst der fertige Ghostbusters war nie ganz fertig. Um den Kinorelease nicht zu verpassen, sind viele der Effekte noch unfertig. Dem Publikum ist es egal. Bei einem Budget von $31 Millionen spielte Ghostbusters das knapp 10-fache wieder ein und war damit einer der bis dahin 10 erfolgreichsten Filme jemals. Are you a god? No. Niemand hätte mit diesem Erfolg rechnen können, dafür war der Dreh zu chaotisch, die Absichten zu unterschiedlich. Nichts davon so, wie es geplant war. Eine große Anhäufung von glücklichen Zufällen. Lasst mich euch einige davon zeigen, die ihr dann nie wieder übersehen könnt. Und danach seht ihr Ghostbusters mit ganz anderen Augen. Dass all diese glücklichen Umstände überhaupt zusammenfinden, liegt an der gemeinsamen Vergangenheit. Saturday Night Live, die samstägliche Sketchshow, die wie kein anderes Format den amerikanischen Humor für immer verändern und prägen sollte. Really? And I did 48 hours in trading places and I felt like I was an actor now. I was like, Saturday Night Live? Ha! Die großen Comedy-Stars ihrer und unserer Zeit durchliefen fast alle Saturday Night Live, dessen Gründungsjahre wunderbar nacherzählt werden in der Netflix-Produktion A Futile and Stupid Gesture oder zu Deutsch Eine nutzlose und dumme Geste. Needless to say, the studio suits didn't like us. But fuck 'em. Darin in ihren jungen Jahren zu sehen, die 3 ersten Ghostbusters, auch wenn sie kaum wiederzuerkennen sind. These actors don't look exactly like the real people. Doch das sind die gemeinsamen Wurzeln dieser Comedians und sie sollten in sehr vielen Kultkomödien in unterschiedlichsten Formationen immer wieder zusammenfinden. Where is Dr. Evil hiding? Why would he tell me? I'm just one of his low-level functionaries. Und weil das eben eine so junge, rebellische Truppe war, sind ihre Filme sexuell aufgeladen und ausschließlich für Erwachsene gedacht. Auch Ghostbusters. Dass er trotzdem ein so überraschend großer Hit unter Kindern war, erklärt, wieso sie in der Fortsetzung beim Rauchen und bei den anzüglichen Witzen deutlich zurückschrauben. Wenn man von den Köpfen hinter den originalen Ghostbusters redet, dann meint man damit eigentlich nur Dan Aykroyd, Harold Ramis und Regisseur Ivan Reitman. Bill Murray und Ernie Hudson, Rick Moranis und Sigourney Weaver kamen erst noch dazu. Jede einzelne Rolle brachte eine komplett eigene Perspektive in das Projekt. Aykroyd glaubt seit einer Seance in seiner Kindheit wirklich an Geister und sein selbstgeschriebenes Drehbuch ist ein Ventil dafür. Er ist derjenige, der mit vollem Glauben und kindlichem Eifer dabei war. A full torso apparition and it's real. You know, I started to believe that there really might be something there. Auch deswegen ist sein Dr. Raymond Stantz der Naive der Gruppe, der noch an Kindheitshelden glaubt und seine kindliche Unschuld erst noch verlieren muss. Sein Co-Ghostbuster Harold Ramis als erfahrener Schreiber und Regisseur feilte mit ihm als Co-Autor am Drehbuch. Are you the gatekeeper? Darum ist er der kalkuliert nüchterne Denker der Gruppe. You better bring him inside. Und achtet einmal darauf. In Teil 1 lächelt sein Dr. Egon Spengler deswegen kein einziges Mal. Call it fate, call it luck, call it karma. I believe that everything happens for a reason. Die Labertasche der Originalbesetzung ist Bill Murray, obwohl er es hätte nie sein sollen.
Aykroyd schrieb die Rolle für seinen Blues-Brother John Belushi, beide unzertrennlich seit Saturday Night Live. Doch Belushi starb zuvor an einem Drogencocktail. Sie widmeten ihm dafür eine ganze Figur. Slimer ist eine Hommage an ihn und an seine legendäre Fressattacke in National Lampoon's Animal House oder zu Deutsch, ich glaub, mich tritt ein Pferd. Erste Wahl als John Belushi-Ersatz war aber ein anderer SNL-Alumni, Chevy Chase. Der lehnte ab, weil das aktuelle Skript nicht so düster und gruselig war wie Aykroyds erste Entwürfe. Also übernahm Murray für Belushi als Dr. Peter Venkman und nahm gleich gar nichts davon ernst. Human sacrifice, dogs and cats living together, mass hysteria. Er war der Zyniker, der selbst am Set an gar nichts glaubte und so gut es ging vom Skript abwich und improvisierte. He slimed me. Fast gar keine Szene im gesamten Film enthält nicht wenigstens eine Improvisation und die allermeisten davon natürlich von Bill Murray. Er sollte die anderen damit anstecken. Egon? This reminds me of the time you tried to drill a hole through your head. Remember that? That would have worked if you hadn't stopped me. Es war ihr Regisseur Ivan Reitman, der dann auch die Umsicht besaß, mit Murray einen Take nach dem anderen zu schießen, bis der genau richtige One-Liner über seine Lippen ging. We came, we saw, we kicked its ass. Eine von Murrays ausgedachten Zeilen schaffte es ins Oxford English Dictionary. All right. This chick is toast. Toast. Nur nicht ausschließlich definiert als angeröstetes Kastenbrot, sondern ebenfalls als Person oder Gegenstand, die endgültig erledigt sind. Wenn man so will, sind sie dann die vier ursprünglichen Ghostbuster. Der fünfte wäre eigentlich ihr SNL-Kumpel Eddie Murphy gewesen. Doch als der ablehnte, ersetzten sie ihn durch Ernie Hudson. If there's a steady paycheck in it, I'll believe anything you say. Und genau wie sein Winston Zeddemore kam er nicht aus dem SNL-Dunstkreis und deswegen auch in der Handlung sehr viel später dazu. Seine Rolle wurde kleiner, die von Murray dafür umso größer. Winston als bodenständige Arbeiterfigur inmitten dieser durchgeknallten Extravaganten. Mit John Candy fanden sie nicht zusammen, weil er den Buchhalter Louis Tully mit einem merkwürdigen deutschen Akzent spielen wollte. Who wants an orange whip? Orange whip? Orange whip? Also ersetzten sie ihn mit Rick Moranis, der gleich so viel improvisierte, dass er auf IMDb als Uncredited Writer gelistet wird. Jeder einzelne Satz in dieser Szene ist tatsächlich von ihm. Hey, this is real smoked salmon from Nova Scotia, Canada. $24.95 a pound. It only cost me $14.12 after tax, though. I'm giving this whole thing as a promotional expense. That's why I invited clients instead of friends. You having a good time, Mark? Darum spielt Sigourney Weaver ihre Dana Barrett in vollem Ernst. Sie betrachtete die anderen als die durchgeknallten Marx Brothers, während sie deren Margaret Dumont mimt und die Geschichte erdet. Natürlich nicht ohne selbst auch mal zu improvisieren. You're more like a game show host. Auch deswegen ist Ghostbusters ein so glücklicher Zufall. Jede einzelne Rolle vor und hinter der Kamera veränderte den Film massiv. Eine riesige Wette mit einem glücklichen Ausgang. Das trifft selbst auf den Filmtitel zu. Ghostbusters. Ghostbusters war auseinandergeschrieben, schon längst durch eine Serie belegt. Sie wussten das. Sie hofften, die entstehenden Rechtsstreitigkeiten bis zum Filmrelease beheben zu können. Also treten sie anfangs jede Szene mit dem Wort Ghostbusters gleich zweimal. Einmal mit Ghostbusters und einmal mit Ghostbreakers. Das stellte sich aber als so umständlich heraus, dass sie auf den Wunschtitel hofften und nur noch mit dem treten. Andere Titelideen waren Ghost Smashers und Ghost Blasters. Was ihnen aber half, war wieder der pure Zufall. Der Head of Columbia Pictures, Frank Price, der den Film überhaupt erst freigegeben hatte, wechselte zu den Universal Studios, die wiederum die Rechte an den allerersten Ghostbusters hatten. Er einigte sich also mit seinem alten Arbeitgeber, um sein eigenes Projekt zu retten. Folgerichtig hieß dann auch die eigene Zeichentrickserie in Abgrenzung zur anderen, The Real Ghostbusters. Are you troubled by strange noises in the middle of the night? Do you experience feelings of dread in your basement or attic? Have you or any of your family ever seen a spook, specter or ghost? Ohne die Namensrechte hätten sie den Film nie als Ghostbusters bewerben können. Dabei fand ihre Werbung sogar doppelte Verwendung. Reitman nutzte den Werbespot aus dem Film als Trailer für den Film. Bloß mit einer echten Nummer, unter der wochenlang jeden Tag über 1000 echte Anrufer von einer automatischen Nachricht abgewimmelt wurden. Hi, wir sind nicht erreichbar, weil wir gerade Geister jagen. Ghostbusters konnte also unter dem Wunschtitel erscheinen. Und wenn das erste Testpublikum einen anderen Wunsch für das Ende gehabt hätte, hätten sie dieses sogar neu gedreht.
Im unverfilmten Skript dafür sollten Egon und Janine heiraten, während Ray sich weiter mit dem Geist trifft und Winston die Ghostbusters im großen Stil zu einem Firmenfranchise ausbaut. Eine Idee, die sie direkt für das neue Franchise-Sequel Frozen Empire recycelten. Außerdem hätte sich Gozer im Körper des Gebäudearchitekten manifestiert, Ivo Shandor. Ihn sahen wir stattdessen in Afterlife. Something was coming and he knew it. I think these are years. Für dieses Ende nimmt Gozer eine Gestalt an, die im Skript als eine Mischung aus Grace Jones und David Bowie beschrieben wird. Das könnt ihr definitiv nie wieder übersehen. Girl. Gozer. I thought Gozer was a man. It's whatever it wants to be. But whatever it is, it's gotta get by us. So wie die Proton Packs eigentlich Zauberstäbe sein sollten, es ergibt ja auch irgendwie Sinn. Sie bekämpfen den Okkultismus mit okkult wirkenden Gegenständen. Die selbstgebastelten nuklearen Teilchenbeschleuniger als Laserkanonen unterstreichen aber ein ganz anderes Motiv. Sie sind wirklich selbstgebaut, also self-made. Why worry? Each of us is wearing an unlicensed nuclear accelerator on his back. Yep. Let's get ready. Switch me on. In Reagans konservativen Amerika der 80er stehen die Ghostbusters mit ihren Selfmade Proton Packs eben prototypisch für einen geschäftstüchtigen Selfmade Mittelstand, der sich vom rein akademischen Weg abwendet und dem eine überregulierende Regierung ja nur Steine in den Weg legt. Dabei hat der nachteilig bestückte Walter Peck als Beamter der Umweltschutzbehörde ja absolut recht. Die Ghostbusters tragen nukleare und unkontrollierte Teilchenbeschleuniger durch die Gegend. Doch für die Kontrolle des Marktes ist in Reagans Amerika nur wenig Platz. Yes, it's true. This man has no dick. Nur wen würde man sonst anrufen? Natürlich ist das ikonische Who You Gonna Call wieder einer dieser vielen sehr forcierten Zufälle. In der Montage, in der die Geisterjäger von Fall zu Fall eilen und sich in New York einen Namen machen, sollte eigentlich ein Song von Huey Lewis and the News laufen. I Want a New Drug, doch sie bekamen die Rechte dafür nicht. Sie hatten ja noch nicht einmal die Drehgenehmigung für diese Momentaufnahmen auf den New Yorker Straßen. Also beauftragten sie Ray Parker Jr. damit, einen alternativen Song zu komponieren, und der klingt verdächtig ähnlich zu I Want a New Drug, also zu ähnlich. Wegen dieses offensichtlichen Plagiats einigten sie sich außergerichtlich mit Huey Lewis and the News, und ironischerweise sollte Ray Parker Jr.'s Version als Nummer 1-Hit das Original in den Charts weit überholen. Ray Parker Jr. hatte nur wenige Tage Zeit, den ersten Song zu ersetzen, und suchte verzweifelt eine Inspiration für den Text, als er an Tag 2, mitten in der Nacht, eine lokale Fernsehwerbung für ein Abwasserunternehmen sah. Also schrieb er einen Werbejingle. Und weil er selbst überhaupt keine Lust hatte, das Wort Ghostbusters zu grölen, konstruierte er den Text genauso, dass er selbst es eben nicht machen muss. Stattdessen sind es natürlich aus Zeitgründen seine Freundin und ihre zusammengetrommelten Freunde. Herausgekommen ist dabei ein unverwechselbares Musikthema, in dessen Musikvideo dafür John Candy und Chevy Chase zu sehen sind. Ein bisschen sinnbildlich für den Film, der Ghostbusters hätte auch sein können und der es aus sehr vielen, sehr glücklichen Umständen eben genau nicht geworden ist. Freedom.